Liebe Grüße an alle Leute, die auf Twitch dabei sind und auch auf YouTube. Wir spielen weiter mit Civilization 6 und mit unseren Schotten. Beginn eines neuen Twitch-Streams, damit einer neuen Mini-Aufnahmestaffel für die YouTube-Zuschauer auch, die freundlich gerade gegrüßt werden, ihr Leben auf YouTube, zum Beispiel von Brodak von Wien, unter anderem im Twitch-Chat. Und wir haben diesmal auch einen Co-Kommentator neben WB, das ist Matze Mann. Hi Matze. Ja, hallo mal wieder. Liebe Grüße an euch alle. Freut mich sehr. Wir gehen eine Runde weiter und gucken, was passiert. Wir belagern, wir greifen an zwei Hauptstädte parallel. Konstantinopel, also Byzanz, im Osten, hier vorne, mit einem riesigen Kampfroboter. Und im Westen hier, Klick auf die Minimap, torpediert uns dorthin. Lissabon greifen wir an, ebenfalls mit einem Kampfroboter von hier links aus. Irgendeine Einheit muss nur irgendwo ziehen. Den lassen wir mal in der Stadt stehen. In einer Runde wird hier rebelliert. Oh. Ist Braga gleich weg. Dann ziehen wir einmal raus. Wieder. Der ist eben rüber gebeamt worden. Artemisia bleibt hier oben. Das war unser Scout. Die kann da oben bleiben. Und jetzt wirklich eine Runde weiter. Wir schießen auf eine Rockband. Nein, das ist einfach das Geräusch, dass hier irgendwo eine Rockband ein Konzert gegeben hat. Die Byzantiner, die Oströmer, setzen sich verzweifelt zur Wehr. Die Portugiesen ballern auf uns. Schade, dass Lissabon nicht schneller fällt und Viseu auch nicht. Dann hätten wir Braga vielleicht halten können. Helikopterangriffe. Wir haben unsere Kavallerie geupdatet auf Helikopter. Gucken, ob Braga tatsächlich fällt. Ist nicht gefallen. Immer noch eine Runde. So, die wollen 20 Öl von uns, unser letzter Allianzpartner. Die Norweger, 12 Runden lang sind wir noch mit denen alliiert, dann können wir sie angreifen. Und sie hätten gerne einen gemeinsamen Krieg mit Peter. Da bieten die uns 5 Gold die Runde und sie wollen, dass wir ihnen 2 große Werke geben. 20 Erdöl. Hat er einen aller Waffe? Hat er einen aller Waffe? Die sollten uns mit... Ah, ist ja nicht... Komm. Das war fast schon ein neuer Casus Belli. Beleidigung. Man hält uns für doof. Willkommen beim Weltkongress. Das ist ein ordentlicher Weltkongress. Der bisherige Boni-Bonus fällt jetzt leider weg. Der hatte uns lange Zeit, kann sich noch daran erinnern, mal zu meinen gute Dienste geleistet. Da waren, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Produktionskosten für Militäreinheiten um die Hälfte reduziert und wir konnten ordentlich aufrüsten. Ganz genau, und das hat uns immens geholfen. Neu von diesem Spieler gebaute Bezirke lösen einen Kulturschock aus. Ja, bitte unsere. Wir sind zwar super fast, wir probieren es aber mal. Da war kein... Puh, wir haben 16 Gunst mittlerweile. Wo haben wir die denn her? Ich dachte, wir sind im Minus. Ach, die müssen wir irgendwann mal bekommen haben und vergessen haben zu verkaufen. Die haben wir einmal verkauft und nicht alles abverkauft bekommen. Und jetzt, aber das ist ja ärgerlich. Das ist ja ärgerlich. Jetzt könnten wir noch eine Stimme für uns abgeben. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das erhöht die Chancen ein bisschen, dass das klappt mit dem Kulturschock. Dann die zweite Abstimmung. Mehr Loyalität bei uns oder weniger Bevölkerungswachstum. 5 Loyalität pro Runde wäre sehr cool bei uns, um die eroberten Städte zu halten. Das wäre eventuell sogar noch wichtiger als oben, oder? Matze, weil wer weiß, ob wir überhaupt noch einen Bezirk bauen, oder? Also ich finde die Loyalität auch wichtiger als den Kulturschock, muss ich sagen, ja. Gehen wir mal 2 Stunden für uns aus, dann haben wir zwar weniger Bevölkerungswachstum, wir sind aber kurz vor Partieende. Das ist vollkommen egal, das ist vollkommen Schnuppe. Also das würde ich gerne mitnehmen. Dann hier unten, Diplomatie-Siegpunkte. Ja, wir stimmen mal für uns, einfach so. Dann gucken wir, was passiert. Ah, ein Spieler soll 2 verlieren, vielleicht der vorne liegt. Portugal in Führung hat aber auch nur 8. Wie beliebt sind die Portugiesen? Aber ich glaube, so früh im Spiel stimmen die Leute eher für uns, ne? Jeder für sich, Matze.
Ja, das deckt sich andere. Auch. Das deckt sich auch mit meiner Erfahrung in der Tat, ja. Wir stimmen für uns. Wir wollen Loyalität, verzichten auf Bevölkerungswachstum, sind dafür, dass wir einen Kulturschock haben und unsere geringen Gunsterträge stecken wir in diese Sache mit der Mehrloyalität. Und? Das hat nicht geklappt. Oh, tatsächlich, wir bekommen einen Kulturschock, wenn wir einen Bezirk bauen am Rande einer unserer Städte. Peter, der Große, der Russe, bekommt 2 Diplomatie-Siegpunkte und die Oströmer bekommen ein höheres Bevölkerungswachstum und weniger Loyalität in ihren Städten. Das ist eine mutige Entscheidung. Das finde ich sehr interessant. Ein Satellit hat kein Gewissen. So. Jetzt können wir Solarparks bauen, falls wir vor Ort irgendwo ein Problem haben mit Strom, mit Elektrizität, vor allem wenn wir Probleme haben mit Öl oder mit Kohle, können wir die Städte, wo das benutzt wird, für Energie entlasten, indem wir drumherum einfach Solarparks bauen, die kann man bauen auf ebenem Gelände. Auf hügeligem Gelände kann man Windparks bauen. Mechanisierte Infanterie werden wir in 4 Runden benutzen, dass wir Infanterie jetzt umwandeln können in mechanisierte Infanterie. Nach meiner Erinnerung sind das 10 Kampfstärkepunkte mehr, die eine Einheit dann hat. Braucht Öl. Und wir haben ja ein bisschen Infanterie da, werden wir dann aufleveln. Im Augenblick noch nicht, denn wir haben erst in 4 Runden wieder die Gratismöglichkeit, Politikkarten reinzunehmen, auszutauschen. Und dann können wir wieder reinnehmen, dass wir Level-Ups gratis machen können. Dass wir die für halbe Kosten machen können. So, Braga hat sich gehalten, eine Runde. Wir greifen weiter Lissabon an. Gucken mal, was passiert. Vielleicht kriegen wir Lissabon in einer Runde klein. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber man soll ja nie sagen, Matze. Sage ich auch niemals. Was sagst du niemals? Ich sage niemals dieses Wort mit N und I am Ende. Na, alles klar. So, dann einmal Angriff von hier oben. Haben wir einen... Ah, Moment mal. Das hier vorne ist ein großer Admiral, der Schiffe boostet ab Moderne und Atomzeitalter. Den können wir in die Mitte schicken, 2 Geländefelder weit. Boostet er dann alle und gibt denen 5 Kampfstärke und eine Fortbewegung. Das ist leider nicht das Feld hier. Wir riskieren mal was. Wir ziehen mit immer eins vor. Also Minimum riskieren. Mit dem Raketenkreuzer. Das ist der Admiral. Ich würde eigentlich den Beschuss vom Lager gerne aus dem Weg gehen. Deshalb zögere ich gerade ein bisschen. Der Zerstörer kann reinfahren in die Stadt. Das ist ein Raketenkreuzer. Den ziehen wir mal hier hin. Dann fahren wir hier drauf. Oh ja. Ich glaube, wir kriegen Lissabon. Ich glaube, wir kriegen diese Runde Lissabon. Wenn wir wollen. Wir wollen ja auch noch plündern. Aber das wäre cool. Dann könnten wir nämlich Braga halten. Ohne Sperenzchen. Wir schauen mal nochmal, was wir weiter runter bomben können. Hier unten gibt es... Ein Theaterplatz. Oh, das hätten wir zuerst machen sollen. Wir plündern den einmal, bekommen Kultur. Dann geht ihm hier die Kampfstärke runter. Wir haben nur einen Bewegungspunkt, damit können wir eh nicht mehr plündern. Hier könnte man viel Glauben plündern, da Wissenschaft. Das kriegen wir eh nicht mehr. Wichtiger ist die Eroberung der Stadt, finde ich. Wir feuern einmal mit dem hier drauf. Hat auch weh. Dann haben wir hier nochmal einen Raketenkreuzer, der könnte sich einmal verbessern. Achtung, wir müssen hier draufziehen, um in die Stadt, um die Stadt von Wasser aus anzugreifen. Deshalb lassen wir den mal außen stehen. Der hat 3 Reichweite. Könnten uns hier oben hinziehen mit ihm oder mit ihm. Können wir hier drüber feuern? Was ist das? Wein ohne Wald. Einmal hier oben hin.
einmal hier drüber fahren und hier drauf. Ja. Das ist ja schon. Der untere Balken, der rote, wenn der runter ist, können wir rein in die Stadt. Das schaffen wir. Dann fahren wir einmal von hier drauf. Ja. Mit dem Zerstörer ziehen wir gleich in die Stadt rein. Das ist nochmal ein Raketenkreuzer. Und damit geht es hier vorne hin. Neben dem Admiral. Wir feuern nochmal. Verzichten auf die XP. Wir hatten ja eine Beförderungsmöglichkeit. Ja, Lissabon fällt gleich. Lissabon wird fallen. Plündern können wir nicht mehr. Jetzt 0 Punkte. Die nächste einer, die reinzieht, erobert die Stadt. So, kann man noch irgendwas irgendwo plündern? Ich denke nicht. Rein in die Stadt. Und ich finde das immer so stilvoll. Achso, wie sieht es mit XP aus? Kann man eine Einheit die entscheidenden XP geben um ein zweiter? Nein. Wir ziehen hier mit hier rein. Von Wasser, von Land aus einnehmen, finde ich immer super cool. Ja, sehr schön. Eine Sache habe ich leider falsch gemacht. Wir hätten vorher den Angriff machen sollen auf Viseu, weil die Stadt ist jetzt zur Hauptstadt geworden. Aber ich habe irgendwie rot gesehen und wollte Lissabon einnehmen. Der Sitz der Hauptstadt ist gerade hier rübergesprungen. Jetzt ist die Stadt schwerer einzunehmen. Ja, Lissabon ist erobert. Cooler Augenblick. Sehr historisch. Erinnert ihr euch? Matze, wir hatten mal einen Krieg gegen die Portugiesen. Den haben wir abbrechen müssen. Das war so demütigend. Weißt du das noch? Ja, wir kamen da nicht durch über die Pyrenäen Richtung Portugal. Und die Portugiesen waren auch militärisch, technologisch uns sehr stark voraus und das war echt mies. Da mussten wir sagen, sorry, das klappt nicht und wir kommen später wieder. Und das haben wir auch gemacht und das haben wir mit großer Freude gemacht. Jetzt können wir von Lissabon aus einmal feuern und Braga ist, ich denke, die Anzeige wird sich gleich verändern. Einmal hier drauf, weil jetzt haben wir 12 Loyalitätsdruck von hier aus auf Braga. Also wird mal umgerechnet mit einer Formel für die Entfernung, aber trotzdem. Einmal hier drauf feuern. Der ist schwer klein zu kriegen. Das könnten wir auch machen, mit der Helikopterarmee nochmal schwächen. Wir feuern aber erstmal von hier oben drauf. Die Dachen, die werden sicher. In ihrer eigenen Stadt, neben ihrem eigenen Lager. So kann man sich irren. Ja. Sehr schön. Jetzt können wir hier mit dort rein oder zum Plündern rüberfahren, aber dann plündern die uns. Gibt es noch irgendjemanden, der schießen kann irgendwo? Nee. Dann machen wir das mit denen hier. Dann schalten wir die aus. Das ist... Sie ziehen hier rein. Oh, geht gar nicht. Ein Bewegungspunkt. Wir ziehen mal rein in die Stadt. Ja, wir wollen die Stadt halten. Unbedingt. Geht auch gar nicht anders. Also vernichten kann man sie nicht. Lissabon, was gibt's hier alles? Schutzgebiet. Oh, das ist cool. Campus, super gut ausgebaut mit Bibliothek, Uni und Forschungslabor, Theaterplatz, Lager, Aquädukt, Handelszentrum mit Markt, wundergroßes Bad. Und am coolsten finde ich eigentlich... Ja, wir können einen weiteren Händler uns jetzt holen. Irgendwo können wir den zum Bau einstellen. Jetzt fangen wir mal an zu reparieren. Außenverteidigungsreparatur braucht lange. Solange Markt- und Handelszentrum nicht repariert sind, läuft hier auch nichts. Loyalität vor Ort sollte eigentlich sehr gut sein. Plus 3 sogar steigt. Wie sieht es aus in Braga mit der Loyalität? Mittlerweile wird das schon angezeigt. Nur noch 2,3 und minus 2,7. Das ist natürlich heftig. Wir müssten eine Einheit haben, die da reinzieht. Eine Einheit, die da reinzieht. Eine Militäreinheit wäre schon cool. Wir haben aber keine. Da ist mir der Kriegsdurst durchgegangen, aber da ist keine Landeinheit, die wir da hätten reinziehen können. Unser Helikopter, wenn der aufs Plündern verzichtet hätte, der wäre da reingekommen. Vielleicht hätten wir Braga dann gehalten, Matze, oder?
Was hältst du davon, wenn wir uns einfach von unseren großen Glaubens- oder Goldvorkommen an eine kleine Einheit gönnen in dieser Stadt? Ja, das ist eine gute Idee. Verkaufen mit Glaubenspunkten, das ist eine sehr coole Idee von dir. Und wir kaufen das Billigste, was es gibt. Eine Feldkanone. Wir haben 4,9, wir können auch teure Sachen kaufen, aber wir haben, der Unterhalt ist auch sehr teuer im Moment. Ich würde sagen, eine einfache Feldkanone reicht vor Ort. Darüber werden sich die Bürger von Braga bestimmt sehr freuen. Ja, die sind happy. Da steht die Feldkanone und schon wird es hier positiv mit der Loyalität sehr fein. Gute Idee, Matze. Nächste Forschung. Das hatten wir eben freigeschaltet. Satellitentechnologie. Kampfbomber. Immer wieder eine Diskussion auf YouTube und bisweilen auch auf Twitch, ob wir nicht auf Luftwaffe umsteigen und die anderen Städte auch bebomben sollten, aber ich bin halt der Meinung, das ist eher zu spät im Spiel. Wir haben jetzt schon so sehr gesetzt auf die riesenhaften Kampfroboter, die 4, dann muss man auch so eine Infrastruktur erstmal aufbauen. Ich glaube, dafür sind wir schon zu weit im Spiel, dass das jetzt noch Sinn macht, Matze, bei der Offensive auf die anderen Städte jetzt vorher da noch so eine Luftinfrastruktur aufzuziehen. Ja, und zumal wir gar kein Aluminium haben. Also unser Aluminium schrumpft jetzt schon. Wir haben nur noch eins. Danach wird das in der nächsten Runde auf null sein. Und wir brauchen das ja auch pro Runde. Und wir haben unsere tollen Kampfroboter. Die machen das schon für uns. Nach meiner Erinnerung braucht man strategische Ressourcen. Das gab zuletzt auch eine Diskussion auf YouTube über dieses Thema. Auch zum Heilen von Einheiten. Dass Einheiten nicht heilen, wenn es keine strategischen Ressourcen, die die für den Bau benötigt hatten, im Augenblick noch im Pool gibt. Ja, das haben wir, glaube ich, gemeinsam hier sogar auch ein bisschen entdeckt. Das war mir nicht so wirklich bewusst. Irgendwie hatte ich immer strategische Ressourcen dann da und dann sieht man das gar nicht. Aber ich glaube, man muss mindestens 10 oder 20, je nachdem, wie viel man davon braucht, haben, tatsächlich, um sie auch heilen zu können, ja. Ach so, also so viel, wie man beim Bau braucht, meinst du? Ich meine, dass das damit verbunden war oder dass es halb so viel war. Es war auf jeden Fall schon eine bestimmte Anzahl, die man brauchte. Das kann ich nochmal recherchieren. Ich gehe mal auf das Maschinengewehr, das ist das Upgrade für unsere Feldkanonen. Onki Hotte, hi, danke fürs 14. Abo. Liebe Grüße an dich, danke dir. So, also das wäre immer möglich hier vorne. Raketentechnik-Sachen brauchen wir nicht, Kernspaltung, Atombomben brauchen wir auch nicht. Klappt auch so in zweiter Reihe. Bomber brauchen wir nicht. Masskolonie. Also lass uns das mal machen, das geht schnell hier. Verbrennungsmotor, Panzer, Upgrade für die Kürassiere. Öl haben wir, glaube ich, in rauen Mengen. Kürassiere haben wir auch ein paar, das könnten wir machen. Öl geht runter um minus 5 im Moment. Kann allerdings sein, dass wir da noch Einheiten zusammenlegen können, aber das wäre auch schnell gemacht hier. Bin in einer Runde nur. Das ziehen wir mal durch. Und dann kommt der Versorgungskonvoi. Verbesserung von Sanitäter. Beginn da mal drauf. Große Persönlichkeit. Welche? Mark Twain. Der große Schriftsteller und Journalist Mark Twain. Den rekrutieren wir. Hilft uns bei der Kultur. Können wir gleich zwei Schriften uns erschaffen mit ihm, die uns dann ein bisschen Kultur bringen noch. So, Donaubillen buddeln eine eroberte Stadt. Wir reparieren mal den Schrein. Der gibt uns sofort 4 Glauben mehr. Außenverteidigungsreparatur wäre auch nicht schlecht. Falls die Russen mit ihren Korsaken bei Kriegsbeginn in die zweite Reihe reinziehen. Mache ich mal in der Reihenfolge vorsorglich. In Beja. Außenverteidigungsreparatur abgeschlossen. Entschuldigung, ich musste kurz was checken. Und wieder zurück, Außenverteidigung abgeschlossen, Wohnraum, alles Quark und Quatsch, weitere Bezirke bauen, ich weiß nicht so wirklich. Ich glaube, wir gehen einfach ganz stupide auf irgendwas, was uns Geld bringt zum Beispiel. Das könnte das Lagertraining sein. Könnte auch auf Wissenschaft gehen oder auf Kultur, aber ich würde mal auf Lagertraining gehen. Da weiß man nämlich sofort, dass das Geld einem sofort hilft. Hier unten weiter. Bullprika. Außenverteidigung repariert. Lagertraining. Auch hier eine Option. Forschungslabor reparieren. Danach Aquädukt reparieren.
hier oben wieder hin nach Bullstein Zimmer Kornspeicher gebaut. Könnte noch einen Bezirk bauen, allerdings mal nur 5 Produktionen. Ich glaube, wir machen hier auch eine der Sachen. Oh, wer hat gedacht, wir keinen Bezirk haben, können wir auch kein Projekt durchführen. Wir können hier eigentlich gar nichts machen, gescheit. Es ist vollkommen schnuppe, was wir hier machen, Matze. Vielleicht einen Hafen. Ja, ich hätte es auch gesagt, dann lass uns einen Bezirk bauen, der uns ja dann noch irgendwelche Vorteile bringt. Ich glaube nicht, dass wir noch so 50 Runden zu spielen haben. Hafen ist doch ein hübsches Plätzchen da. In Wien, Aquädukt, nächster Schritt Reparatur der Stadtmauer. Wir haben da 2 Gouverneurstitel übrig, finden im Augenblick keine gescheite Sache, die man damit machen kann. Es gibt natürlich hier kostenstrategische Ressourcen für Einheiten sinken. Das bezieht sich aber auch nur auf das Entstehen von Einheiten in dieser Stadt. Und wir können mal gucken, ob der Magnus, ob der mit der Beförderung Unternehmer mehr Energie gibt vor Ort. Das könnten wir mal machen. Magnus ist, glaube ich... Wo haben wir ihn denn? Gar nicht. Er ist neutralisiert, noch 6 Runden lang. Der war damals in London, also in Camelot. Und Camelot hat, glaube ich, auch ein Industriegebiet, wenn ich mich richtig entsinne. Nee, keines. Dann fällt das auch weg. Hast du eine Idee, was man machen könnte, Matze, mit den Beförderungen, den beiden Titeln? Ja, also so richtig wirklich brauchen wir das nicht. Victor brauchen wir nicht, weil wir nicht wirklich in der Defensive sind. Bei Rena könnten wir noch ein bisschen, wenn sie platziert ist, noch ein bisschen für mehr Geld sorgen, indem wir zum Beispiel die Nachbarschaftsboni verdoppeln. Oder wir sagen, wir gehen bei unserem Pingala auf Stipendien. Wir wollen noch mehr große Persönlichkeitspunkte sammeln. Das sind so. Und machen wir nichts falsch. Dann haben wir die Punkte wenigstens nicht verschenkt. Einmal hier drauf, den Rest lassen wir erstmal weg. Pingala ist hier vorne. Rena war in der Stadt, in einer Ministadt mit ganz wenig, wo es kaum bewirtschaftete Geländefelder gab. Das können wir auch weglassen hier. Wo, das stimmt gar nicht, weil es gibt zwar nur 5 Bürger, aber bewirtschaftet. Nee, es werden. Renas Boost bezieht sich ja nur diese Beförderung auf Geländefelder, die nicht modernisiert sind, nach meiner Erinnerung. Forstverwaltung. Plus 2 von jeder nicht modernisierten Geländeart. Das heißt eventuell im Wasser, aber das ist alles hier. Das macht hier nicht wirklich Sinn. Ja, und Handelszentrum und Hafen haben wir in der Stadt, glaube ich, auch nicht. Ne? Die ist nicht so ausgebaut. Genau. So lassen wir es. Grüße an unseren Jim Rayner, Chatmod hier. Hallo René, liebe Grüße an dich. Dann Angriff auf Konstantinopel. Nee, wir machen erstmal die Portugiesen zu Ende. Wir bleiben mal hier links. Da habe ich ein bisschen gepennt. Wir hätten erst die Angriffe auf Viseu durchführen sollen. Danach Lissabon angreifen. Mittlerweile ist Viseu offizielle Hauptstadt, weil der Sitz der Hauptstadt gewechselt ist. Dadurch hatte Viseu einen Verteidigungsbonus bekommen. Das dauert jetzt etwas länger. Da habe ich mich leider Verdacht. Aber wir müssen sowieso noch ein bisschen vor uns hin plündern erstmal. Wir fallen mit der Artillerie von hier. Ach, es geht auch so. Ich glaube nicht, dass das entscheidend sein wird, ja. Das geht hier zügig. Dann haben wir hier noch eine einzelne Artillerie. Das sah sie ebenfalls. Das sind die einzigen Artillerien, die wir hier vorne haben. Dann können wir noch weiter plündern. Forschung plündern, Glauben plündern. Weide plündern, nee, Straße plündern, das macht gar keinen Sinn. Wir plündern uns hier unten einmal durch. Der Helikopter, hier ist nur einer, der er sich holen kann. Hier kann er auch eine Straße plündern, das ist egal. Hier können wir eine Plantage plündern, da ziehen wir mal drauf und kidnappen auch den Handwerker. Ist allerdings riskant, denn dann werden wir zweimal beschossen und das ist eine einfache Einheit. Das würde ich eigentlich lieber lassen. Das ist mir ein bisschen viel des Guten. Wir ziehen hier oben mal hin. Oder wir holen uns die und ziehen dann 2 Felder raus und dann können wir von dem Lager aus nicht mehr beschossen werden. Den holen wir uns mal. Der hat 2 Aktionen. Dann ziehen wir mit denen hier oben wieder lang.
ihn sogar einen Moment aus der Stadt raus. Aus den Schussreichweiten ganz raus. Prima. Dann... Können natürlich auch angreifen, aber ich bin echt für Plündern. Weißt du, was passiert, wenn man einen Raumhafen plündert? Da sollte man eigentlich Forschung bekommen. Alles andere finde ich komisch. Ich habe noch nie einen Raumhafen geplündert, um ehrlich zu sein, glaube ich. Empfindest du das als unzivilisiert oder als ein Zeichen, dass man die Wissenschaft hasst? Barbarisch. Ja, also das ist echt barbarisch. Ich weiß nicht, sind wir so tief gesunken inzwischen mit unseren Schotten? Also ich kann mich mal daran erinnern, als habe ich schon mal erzählt, was ich alles in der zweiten Klasse in der Grundschule getrieben habe, Matze? Ich glaube, das hast du uns noch nicht erzählt, nee. Noch nicht, erzähle ich gerne. Also damals in der zweiten Klasse Grundschule, ich hatte das schon mal angedeutet, da hatten wir nachmittags so einen Spezialleistungskurs bei einem ehemaligen Kampfschwimmer der Bundeswehr. Eigentlich sollte ich öffentlich nicht drüber reden. Ich habe mit Blut geschworen, dass ich die nächsten 50 Jahre nicht drüber reden darf. Ich darf drüber reden! 50 Jahre? Ja, es ist genau... Ja genau, es ist gerade abgelaufen. Es ist in diesem... Ich darf drüber reden. Ich bin jetzt 58, da war ich doch sicher 7 oder so. Ich darf drüber reden. Ah, super, ich darf alles erzählen. Der Schwur gilt nicht mehr. Großartig. Also, folgende Dinge sind damals passiert in der zweiten Klasse Grundschule.